Wir wollten wissen, weshalb jemand eine schwere Malaria bekommt. Also gerade Kinder neigen ja dazu, eine schwere Malaria zu bekommen. Insbesondere die zerebrale Malaria ist ein Riesenproblem bei Kindern. Daran versterben die meisten Kinder. Und es gibt auch Kinder, die irgendwann oder von Anfang an, das weiß man gar nicht so genau, sehr gut mit der Malaria fertig werden. Wir hatten angefangen, Malaria-Patienten hier in Hamburg zu untersuchen und hatten da eben besonders die T-Zellen untersucht, einen interessanten Suppressionsmechanismus gefunden. Und dann war natürlich die Frage, ob das jetzt speziell etwas ist, was man bei Erwachsenen in Deutschland findet, die sich zum ersten Mal infiziert haben, oder ob das auch was ist, was Kinder haben, die sich wiederholt infizieren. Wir wollten herausfinden, warum Kinder, die in Afrika leben und den Moskitos eben und vor allem den Pathogenen regelmäßig ausgesetzt sind, warum sie eine Immunität entwickeln im Laufe der Jahre und nach mehreren Infektionen. Wir waren in Kumasi in Ghana, das ist ein etabliertes Partnerlabor oder Partnerinstitut von dem Tropeninstitut hier in Hamburg, vom Bernhard-Nocht-Institut. Und da bestehen sehr enge Forschungskooperationen. Wir sind im Vorfeld schon mal mit Wissenschaftlern von dort in Kontakt getreten, haben auch den Leiter hier in Hamburg getroffen. Man muss natürlich erstmal gucken, dass man die Sachen vor Ort auch machen darf. Das heißt, man muss nicht nur einfach dahin gehen und die Studien durchführen, sondern man muss einfach eine Ethikkommission in dem Land praktisch damit beauftragen, und die müssen ja sagen, dass man diese Studien machen kann. Und was wir praktisch immer machen, dass wir einen afrikanischen Partner haben, also einen Wissenschaftler in Ghana zum Beispiel, der mit uns also kooperiert, mit dem wir wirklich die ganzen Studien auch zusammen durchführen. Wir mussten wirklich jedes Labormaterial mitnehmen selber, seien es nur die kleinsten Verbrauchsmaterialien, seien es aber auch größere Dinge. Also jeder ist mit zwei Koffern losgezogen, ein eigener Koffer und ein Koffer eben wirklich mit Labormaterialien. Zunächst war es natürlich erstmal eine Umstellung, auch an die klimatischen Bedingungen. Aber die Leute dort haben uns sehr nett empfangen und direkt auch abgeholt vom Flughafen, zum Institut gebracht und dort eingewiesen. Also das hat alles sehr gut geklappt. Mir persönlich muss ich einfach sagen, also Kumasi ist eine turbulente Stadt mit viel Verkehr. Als wir dort ankamen und Riesenmengen an Gepäck hatten, war das natürlich schon eine Sache, die erstmal den Norddeutschen so ein bisschen aus dem Rhythmus bringt, aber so mit Hilfe der Einheimischen ging das sehr gut. Man hat dann vor Ort einfach Fahrer und Fahrzeuge, die einen wirklich von A nach B fahren, und die sind dann wirklich auch der ruhende Pol. Wir haben eigentlich sofort Kontakt zu dem Krankenhaus aufgenommen, sind zum Krankenhaus gefahren. Ich glaube, schon am zweiten, dritten Tag kamen die ersten Proben, um die zu untersuchen. Ich war wirklich begeistert, wie gut das gelaufen ist. Dass sowas läuft in Deutschland mitnichten besser. Das Ganze hat in diesem Krankenhaus stattgefunden, auf der einen Seite. Die andere Seite war eine Schule, die ganz in der Nähe war. Dort waren praktisch Kinder, die überhaupt keine Symptomatik hatten, die auch Blutausstrich oder auch in anderen Schnelltestverfahren keine Malaria hatten. Das war unsere Kontrollgruppe. Die Leute waren sehr hilfsbereit, und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass sie erkannt haben, dass diese Erkrankung ein großes Problem ist. Und ich glaube, mit dieser Idee, auch gegen dieses Problem der Malaria in Ghana was unternehmen zu können, war die Hilfsbereitschaft enorm groß. Im Vorfeld hatten wir natürlich von einer gewissen Gruppengröße gehofft. Zwischendrin hatten wir auch etwas Bedenken, ob wir diese Zahl wirklich erreichen. Aber im Endeffekt haben wir wirklich die Zahlen auch erreicht, die wir uns vorgestellt hatten. Wir haben Zellen gefärbt, wir haben sehr aufwendige Färbungen, wo Antikörper, die mit Fluorochrom markiert sind, an die Zellen gebunden werden. Das ist relativ simpler Vorgang, werden Reagenzien dazugegeben, dann wird das gewaschen, zentrifugiert, dauert aber sehr lange, das dauert dann auch 4, 5, 6 Stunden, der ganze Prozess. Und das ist alles dort sehr gut machbar. Das Labor ist sehr gut ausgestattet. Die Färbungen müssen an frischen Proben erfolgen. Deswegen ist es wichtig, dass man
die ganzen experimentellen Schritte, die Färbung vor Ort macht mit der frischen Blutprobe. Und dann werden die Zellen zum Schluss fixiert, sind dann mehrere Wochen haltbar und können gekühlt nach Deutschland gebracht werden, um hier dann an einem modernen Durchflusszytometer analysiert zu werden. Wir haben Unterschiede gefunden zwischen Kindern, die sehr stark erkrankt sind an Malaria und Kindern, die symptomlos infiziert sind. Da sieht man deutliche Unterschiede bei den T-Zellen. Also es ist auffällig, dass eine Gruppe von Co-Inhibitoren in schweren Krankheitsfällen höher reguliert ist als in milderen und eine andere Gruppe ist in den milderen höher reguliert als in den schwereren Fällen. Was wir sehen können, ist, dass die, die eine schwere Malaria bekommen, eine sehr viel stärkere T-Zellaktivierung aufweisen, dann sozusagen irgendwann aufgrund dieser starken T-Zellaktivierung vermuten wir, dass diese Moleküle sehr stark exprimiert werden, insbesondere PD-1 und CTLA-4, während diese Gruppe, die eine leichte Malaria, einen leichten Verlauf hat, sehr viel weniger aktivierte T-Zellen praktisch haben, die andere Moleküle auf der Oberfläche haben. Wir denken, dass ganz zu Anfang eigentlich eine Art Weichenstellung erfolgt, dass die Kinder mit einer leichten Malaria einen anderen Phänotyp von aktivierten T-Zellen aufweisen, als die, die eine schwere Malaria haben. Und da läuft sozusagen die T-Zellaktivierung aus dem Ruder, sodass wir irgendwann eine Art Überreaktion, eine Überaktivierung dieser T-Zellen haben. Wir werden das, was wir jetzt praktisch mehr Wissen gelernt haben, in eine neue Studie einfließen lassen. Und dann ist einfach die Frage, und das ist sicherlich eine Sache, die auch immer länger dauert, können wir das wirklich therapeutisch nutzen und können wir praktisch über die Modulation der T-Zellantwort den Ausgang oder den Schweregrad der Malaria beeinflussen? Man ist natürlich als jemand, der im Labor arbeitet, schon so, dass man im Prinzip nicht viel mit Patienten zu tun hat. Man sieht natürlich die Blutproben, man hat viel gelesen über Malaria, man macht das ja auch schon eine Zeit lang, aber dann wirklich gerade mit den Kindern zu tun zu haben, die Kinder zu sehen, wie sie dann zum Teil schwer erkrankt sind, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die eigentlich auch nochmal motivierend wirkt, um sozusagen nochmal mehr zu machen und nochmal genauer hinzugucken, genauer zu überlegen, wie wir wirklich was gegen diese Schwere der Erkrankung machen können. Im Vorfeld hatte ich mir schon Gedanken gemacht, wie das Leben dort ist und die Kommunikation mit den Menschen. In einigen Punkten haben sie mich sehr überrascht, gerade die Herzlichkeit und die positive Einstellung der Menschen vor Ort ist sehr beeindruckend. Ja, deren Einstellung zum täglichen Leben, dass sie wirklich jeden Tag genießen und glücklich sind, wenn es ihnen gut geht. Und eben doch positiver eingestellt sind, als wir es hier sind.